Hallo zu einem neuen Video. Heute sehen wir uns an, wie man SQL-Befehle mit den Integration Services ausführen kann und weshalb das sehr praktisch sein kann. Bevor wir loslegen können, bitte ich euch, meinen Kanal zu abonnieren, damit ich euch noch viele weitere Videos bereitstellen kann. Und jetzt ganz viel Spaß mit diesem Video. Die Integration Services bieten eine Komponente an, und zwar der Execute SQL Task, mit diesem man SQL-Abfragen, Anweisungen oder gespeicherte Prozeduren aus einem SSES-Datenpaket ausführen kann. Vereinfacht ausgedrückt ist der Execute SQL Task für folgende Zwecke sehr hilfreich. Zum einen bei der Erstellung oder Änderung oder auch Löschen von Tabellen und SQL-Views. Es sind auch sehr nützlich hinsichtlich bei neuer Datenbeladung, damit die Tabellen zuvor mit den alten Daten gelöscht werden können. Oder auch das erneute Erstellen, Drop and Create von Dimensions- und Faktentabellen. Und zu guter Letzt auch bei der Ausführung von gespeicherten Prozeduren. Genug der Theorie, sehen wir uns das nun praktisch an einem Beispiel an. Ich habe nun ein leeres Datenpaket erstellt und werde nun den entsprechenden SQL-Task zu dieser Arbeitsfläche hinzufügen. Und zwar befindet sich diese Komponente bei den SSES-Toolbox. Und zwar als Task SQL ausführen. Ich ziehe diese auf die Arbeitsfläche und habe durch einen Doppelklick nun einige Optionen zur Auswahl zur Steuerung dieser Komponente. Wir werden uns nicht alle Einstellungen im Detail ansehen, sondern nur jene, welche am häufigsten oder am wichtigsten sind. Zum einen, wenn ich nun mit dieser Komponente SQL-Abfragen oder auch Stored Procedures ausführen kann, so kann ich im Bereich Result Set angeben, ob ich auch einen Rückgabewert nach der Ausführung erhalten möchte. Je nach Auswahl kann ich keine einzelne Zeile, vollständiges Result Set oder auch XML angeben. In unserem Fall wähle ich kein aus und bin bei der nächsten Einstellung, und zwar dem Verbindungstyp. In diesem Fall belasse ich es mit OLEDB, kann aber auch auf andere Konnektoren zurückgreifen. Nun muss ich noch eine Verbindung angeben, in diesem Fall meine Verbindung auf den SQL-Server, welcher lokal auf meinem Rechner ist, und habe dann die Möglichkeit, unter dem SQL-Source-Type wieder eine Auswahl über eine Direkteingabe. Das bedeutet, ich gebe das SQL-Statement direkt hier in dieses Fenster hinein oder auch die Möglichkeit, über eine Datei die Ausführung zu gestalten oder auch über eine Variable. Die häufigsten Formen sind Direkteingabe oder Variable. Ich wähle Direkteingabe und kann nun bereits mit einem Doppelklick auf den Bereich SQL Statement nun entsprechend eine SQL Statement angeben. Ein häufiger Fall ist zum Beispiel mit Truncatable eine bestimmte Tabelle zu leeren. Ich wähle nun im SQL Manager noch eine Tabelle aus, nehmen wir die XML-Datei und möchte diese entsprechend gelöscht haben. Ich bestätige mit OK, habe nun den SQL-Befehl angegeben und kann bereits mit OK bestätigen. Hilfreich ist es auch, wenn der Task auch mit den entsprechenden Befehl wie truncate, table, XML-Datei benannt wird. Das erleichtert bei der Analyse und beim Debugging. Nun kann ich mit einem einfachen Start diesen SQL-Task ausführen. Der SQL-Task ist erfolgreich ausgeführt und ein Blick auf die Tabelle bestätigt uns das Ergebnis. Wie ihr seht, könnt ihr somit über diesen Baustein von SSES entsprechend SQL-Abfragen oder auch Stored Procedures ausführen und erleichtert den Umgang mit den Daten. Falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einfach einen Kommentar. Ich hoffe, ich konnte euch dieses Thema näher bringen.
Tschüss, danke und bis bald.